Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog oder Vlog von uns hier. Erstmal, wir starten auf der Arbeit schon. Wir haben schon voll viel erlebt heute. Gerade war der Strom hier weg. Wir sind hier angekommen, kein Strom. Da haben wir erstmal geguckt, ob hier unser Kühlschrank abgetaut ist und so, weil es ist Montag und nicht, dass der schon das ganze Wochenende hier oder so weg ist. Aber alles ist gut und der ging dann auch wieder an. Bernd ist eben einkaufen. Der wollte dieses Mühlenhackfleisch ausprobieren, um Frikadellen zu machen, weil wir heute Kartoffelsalat hier auf der Arbeit machen. Und der Ragnar tritt gerade ganz doll. Der ist gerade richtig aktiv. Also ich habe das so am Anfang, also ich habe eine Vorderwandplazenta und dann merkt man das ja erst später, wenn die treten. Und ja, eigentlich bis jetzt habe ich es immer nur gemerkt, wenn ich sitze, also zur Ruhe komme. Aber jetzt merke ich es auch, wenn ich stehe und mit euch rede und so. Der hat schon richtig Kraft oder sie, man weiß es ja nicht. Wir sagen immer nur er. Das Murphy ist noch angezogen. Das Murphy. Wir gehen nämlich gleich nochmal. Bernd ist wie gesagt eben einkaufen und wenn der dann gleich kommt, dann gehe ich nochmal mit dem Smurfy eine Runde. Schreibt mir mal, wie euer Wochenende war. Ich wollte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir mega viele Tipps gegeben wegen Eisenmangel. Die Biene hat geschrieben, Kräuterblut bei DM. Also es hat nichts mit Blut zu tun, hat sie extra geschrieben. Ist halt pflanzlich und das soll gut helfen bei Eisenmangel. Die Petra hat geschrieben, dass ich mir Nackthafer holen soll, weil die Haferflocken aus dem Supermarkt nicht mehr so vollwertig sind mit den Nährstoffen. Und alles, ja, ich habe mir meine Tabletten wieder bestellt, meine Eisentabletten, die ich jetzt jeden Tag nehmen muss. Ich habe nicht mehr so viele und ich hatte einen Fehler gemacht immer. Ich wusste das, dass Kaffee oder Koffein die Aufnahme mindert von Eisen. Und ich trinke jeden Morgen einen Kaffee und habe immer morgens auch diese Eisentablette genommen. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, und ich habe sie nur dreimal die Woche genommen, die Eisentablette. Und jetzt nehme ich sie jeden Tag eine. Aber dadurch, wenn ich die nicht direkt morgens nehme, die Eisentablette, dann vergesse ich die. Und jetzt werde ich mir angewöhnen, wenn meine neue Packung Eisentabletten kommt, dass ich die immer mitnehme in der Tasche, dass wenn ich unterwegs, oh, ich habe vergessen, mein Eisen zu nehmen, dass ich daran denke. So ist der Plan. Und ich stelle euch mal eben hier hin. Ich muss mich nämlich neu anziehen. Es ist jetzt richtig kalt geworden. Richtig kalt. Also es war ja vor 2 Wochen hier noch 36 Grad. Und jetzt haben wir gerade mal 11 Grad und heute wird es auch nur 13 Grad. Also ein richtiger Abfall der Temperaturen. Und ich habe ja keine Schwangerschaftsjacke, keine Umstandsjacke. Meine Jacken kriege ich nicht mehr zu und ich bin zu geizig, mir eine Umstandsjacke zu holen. Also habe ich jetzt so eine Jacke vom Bernd, die mir halt auch an den Schultern mega groß ist. Aber ich bin echt zu geizig, mir so eine 160-Euro-Jacke zu holen, die ich ja jetzt, keine Ahnung, 3 Monate trage und dann nicht mehr. Wartet. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Geizig, mir eine Jacke zu holen dafür. Michelin-Männchen halt. Also fällt nicht mal auf, dass ich schwanger bin, ne? Da ist er, der Bauch. So. Ja, ist ja egal. Sehe ich halt einfach aus wie ein Michelin-Männchen. Hauptsache, die wärmt schön, die Jacke. Das ist ja die Hauptsache. So. Geld gespart. Wo wir manchmal verschwenderisch sind, haben wir da gespart. Guck mal, das ist ja vor Verzweiflung. Hat er sich jetzt da hingelegt. Ja, meine Lieben. Gut. Ich warte jetzt auf Bernd und dann gehe ich mit dem Etty spazieren. Und melde mich gleich nochmal. Ich komme mit der Öffentlichkeit. Musst du jetzt filmen, wenn ich rühren darf? Wir hatten jetzt gemacht. Warst du das Im jetzt? Radio, nein. Du hast das doch gemacht. Nein, ich habe echt nicht Nein? gemacht. Seit wann macht das Radio unsere Geräusche?
und die Zuschauer auch probieren lassen. Den wundervollen, ganz gesunden, fettfreien Kartoffelsalat. Eifrei. Eifrei. Ja, du wolltest was sagen? Schöne fette Mayo. Ja, schöne fette Mayo. Ich muss auch das jetzt zeigen. Aber das ist nicht das Rügenwalder Hack. Nee. Das ist das? Billiges Hack. Aldi Hack. Rinderhack. Hast du mal abgeschmeckt? Nein. Oder kann man das roh nicht aus? Was ist denn das? Das hatten wir schon mal, was wir letztens weggeschmissen haben. Nee, das war im Netto, glaube ich. Ja, hoffe ich. Die auch nicht. Die wurden jedenfalls richtig hart, die Freakies aus dem damaligen. Die Party werden an. Ja, okay, jetzt. Probierung. Das ist mir zu viel. Ich mach das Sinn. Mach's dir selber. Ja, mach ich auch. Dann klappt das auch. Ja. Und? Salz oder? Gut. Dann ist auf. Mhm. Den ganzen Topf wieder für mich? Ja. Soll ich was umfüllen hier rein wieder? Oder? Ja, passt das dann da rein? Nicht alles, aber du wirst ja wahrscheinlich heute ein Drittel davon essen. Wahrscheinlich meine Kameraführung von vorhin. Ja, ich habe deine Kameraführung von vorhin gesehen. Wie mit Special Effects. Der Bernd macht immer, wenn ich weggucke, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, und er hat die Kamera, dann macht er immer Fratzen in der Kamera. Fratzen, wenn ich ihn nicht habe, wenn du nicht guckst. Ich weiß, ja. Ich lache dann immer, wenn ich das Video schneide. Ja, wir sind auf dem Weg nach Teldox. Da haben wir so die Fußleisten und so geholt. Das haben wir euch gestern gezeigt, dass wir die angebracht haben. Also Bernd mit seinem Papa. Und Schwiegerpapa. Meinem Schwiegerpapa, genau. Diese Endstücke haben wir zu viele geholt, weil wir waren, als wir mal bei TEDx waren, so genervt. Ja, ist auch genervt, weil er nie rausstolzt. Da haben wir einfach ganz viele mitgenommen. Wir haben gesagt, egal, den Rest tauschen wir einfach um. Und wir müssen noch ein paar Sachen kaufen bei TEDx. Schlüpfer für den Hund. Ja, guckt, Schlüpfer, Fetzen. Heute Morgen hat er auch schon mal einen Schlüpfer gefetzt, mein T-Shirt. Das ist ja das Schöne jetzt an der Jahreszeit mit dem Schal, ne? Kann man den einfach so umbinden, wenn man seinen Mundschutz vergessen hat. Oh, die haben interessante Sachen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen alles zurzeit. Ich suche auch noch einen guten Flaschenreiniger. Wir haben ja jetzt immer diese Glaswasserflaschen. Und ja, da setzt sich unten auf dem Boden immer was ab. Da bräuchte ich mal einen guten Flaschenreiniger. Bei DM, der soll so doof sein. Da löst sich immer dieser Schwamm. Muss ich mal schauen. Hm. Ja, die ist gut. Für die Fugenfliesen. Fliesenfugen. Im neuen Haus. Die wollte ich mal reinlegen. Bei Silber haben wir auch die zwischen den Türen genommen. Also diese, sag ich mal, zwischen Schlafzimmer und Flur kommt ja auch Silber. So was hier nicht, ne? Aber das passt ja dann wieder nicht. Hier meinst du, ne? Ja, einfach nur für Vorkopf im Treppenhaus. Ja. Vorgebohrt, hat ja dein Papa gesagt, ist ja. Ja. Dann ist das einfacher, sagt er. Mit was macht man die fest? Schrauben? Also haben wir alles dafür? Ich brauch hier noch Nägel. Ich halt Nägel nehmen, ne? Das weiß ich nicht, da bist du Firmen drin, ich nicht. Dübel, ne? Aber haben wir alles da, Schrauben und Nägel? Ja? Okay. Ich guck einmal nur hier bei den Stufenmatten. Die hatten wir jetzt zwar online bestellt, aber nur mal gucken, was es so gibt. Ich hatte so ein Anthrazit ausgesucht und rechteckig. Ja, können wir ja wieder umtauschen dann. Das hat ja super geklappt gerade. Ja. Nach einer Viertelstunde. Aber Fußleisten brauchen wir definitiv nicht mehr für den Flur. Nein, haben wir alles passend. Das reicht. Also okay. Wir lieber mitnehmen. Ich habe keinen Überblick. Ich weiß nur. Ich habe gestückelt eine Seite dann. Aber da achtest
achtest du eh nicht drauf, ob dein schlecht ist. Wir achten da nicht drauf. Nein, immer noch nicht. Soll ich zum Telefonieren? Nein, kein Netz. No Netz. Ja, was meinst du? Nimm mit, wir tauschen die um zur Not. Ich weiß es nicht. Ich würde nur, eine müsste eigentlich reichen. Weil das ist ja keine 3 Meter breite Treppe. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Die haben nämlich gerade an der Kasse, sie soll ja warten, sind wir. Der Kassierer kann das nicht zurücknehmen. Da müssen wir jemand anders für rufen. Und dann eine gefühlte Ewigkeit später hat der Bernd so gesagt, ja, dann rufen sie doch auch mal jemanden. Der hat ja immer irgendwo gerufen, aber kam ja keiner. Und ja, weil Pause. Ein bisschen der Arsch geplatzt. Ja, und dann konnte das doch der Kassierer machen. Dann konntest du es doch selber machen auf einmal. Ja. Hier auch kein Netz. Doch schön, da wird der Etty doch total gerne drauf liegen, oder? Das ist richtig schön weich. Auf dem Sofa. Oh. Ich habe mich erst erschrocken, weil ich dachte, dass das scharf ist, aber ist es nicht. Kunstfell. Na, weil wir schicken ihn ja immer jetzt auf seinen Platz und dann ist das sein Platz und das ist richtig kuschelig. Ja, ich komme. Damit er sich besser driften kann. Teppichstopp. Die haben schöne Teppiche. Ach, das Mühlenhack, ja. Mühlen? Okay. Ja. Von Rügenwalder Mühle oder was ist das? Rügenwalder Mühle, genau. Die stocken ja immer mehr auf, ihr veganes Zeug. Wir waren jetzt noch eben beim Mediamarkt. Bernd wollte das neue iPhone angucken. Ob es da schon irgendwas gibt, Termine vielleicht? Ich hab... Gucken, was die eigentlich haben, war mir klar. Ach so, okay. Und ich wollte Kameras gucken oder habe mir halt die Zeit vertrieben mit Kameras gucken und hätte alle mitnehmen können. Hab aber nichts, also keiner hat irgendwas gekauft. Und jetzt gehen wir eben, ich gehe zum DM. Bernd geht nach Real seinen Rügenwalder Mühlehack, weil das gab es beim Edeka ja nicht. Und ich gucke nach dem Kräuterblut, was die, oder Eisen, alles Eisen, aber Kräuterblut speziell, weil das hat mir die Biene ja empfohlen. Und dann gucke ich mal, ob ich das finde. Und erst habe ich gedacht, dass der Schal so über dem Mund angenehmer ist, also ist auch am Anfang angenehmer, aber dann hinterher ist es dasselbe wie mit Mundschutz. Mal eben unsere Story von DM, ne? Also ich stand erstmal voll lange vor dem Regal, bis ich endlich das gefunden habe, weil ich ja gar nicht wusste, wie das aussieht, nach was ich da suchen musste, und habe mir jetzt mal eins mitgenommen zum Testen. Bernd hat kein Dings gefunden, wie heißt's? Hackfleisch, aber veganes Cordon Bleu. Das probieren wir jetzt gleich beim Kartoffelsalat dabei, wie das schmeckt. Und dann wollte ich noch hier festes Shampoo holen. Wir wollen ja hier, habe ich euch erzählt, ein bisschen Plastik reduzieren und so. Deswegen, wir hatten schon mal damit angefangen, mit diesen festen Shampoo-Seifen. Ja. Hatten dann wieder aufgehört, einfach so, Faulheit, keine Ahnung. Kaufe ich mir auch keine Plastikschlupfer mehr. Und es gab auch nicht so viel Auswahl. Wir hatten das von DM, das Kokos-Seifen-Shampoo. Das hat uns sehr gut gefallen. Und jetzt hatten wir Schauma getestet, das kann ich nicht so empfehlen, weil das hält nicht so lange, ne? Das war jetzt 2 Wochen, dann war dieser Bar da alle, dieser Shampoo-Bar. Und deswegen wollte ich eben auf die Schnelle eins holen, aber schaut mal, das ist Spülung. Voll lange nachgesucht und gab's nie. Jetzt gibt's Spülung auch. 2,95. Hast du immer gemotzt, das in deinen Videos bestimmt. Hab ich gar nicht. Ich teste das. Also ich brauche auch Spülung, ne? Nein. Nein, doch, du brauchst auch manchmal. Ich brauche Spülung. Ja. Ich bin schon wieder pisst. Nein, der freut sich auf zu Hause, da kriegt er noch seinen Knochen. Wir essen jetzt und dann, also wenn wir am Laden sind, gibt es Essen und dann wird weitergearbeitet, ne? Ja. In letzter Zeit immer öfter, dass ich euch abends vom Fernseher verabschiede. Das sieht immer aus wie bei Blair Witch Project. Sorry. Ich habe es nicht mehr geschafft im Laden. Es war so viel zu tun. Und dann haben wir noch Besuch bekommen. Und
eine Hochzeitseinladung für Dezember. Ich bin gespannt, das ist ja dann 3 Wochen vor der Geburt. Ja, noch eine große Hochzeitsparty. Da bin ich mal gespannt. Ja, meine Lieben, das war unser Tag. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.